Willkommen zurück zu Super Mario Maker. Wir spielen Welt 10 und heute erwarten uns einige Remix-Level. Und das erste ist das 3-1 Remix-Level aus Super Mario Bros. 3-1, das ist... mal schauen, was das ist. Ich weiß nicht mehr genau. Dritte Welt, erstes Level. Das war dritte Welt nochmal. Boah, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Hab das Level jetzt auch nicht mehr so richtig im Kopf. Die Stelle kommt mir gar nicht bekannt vor. Die hier auch nicht? Okay, hier kann man rein. Nee, sagt mir immer noch nichts. Okay. Ja gut. Wenn wir es irgendwann mal let's playen, das berühmte Super Mario Bros., mit dem alles angefangen hat, dann werden wir ja sehen, ob da dieses Level 1:1 hier wiedergebaut ist und wir werden es dann vielleicht auch erkennen. So. Ich glaube, ich werde die Mario Jump'n'Runs auch jetzt so, glaube ich, ab Januar monatlich eins bringen. Ah, versuchen wir nicht da ranzukommen, hier hoch. Ja, dann haben wir die auch durch und das sind geile Spiele. Also Spiele, auf die ich jetzt auch Bock habe, wenn Mario Maker jetzt bald abgeschlossen ist. Nochmal kurze Information dazu. Wenn ihr Part 7 irgendwie verpasst habt oder noch nicht angeschaut habt, guckt es euch an. Ich möchte gerne mal eure Meinung über das Thema, das ich dort anspreche, hören. Es geht nämlich um das Fortfahren dieses Let's Play. Denn wir sind laut meinem Plan fast durch. Ich verlinke euch das Video auch noch in der Videobeschreibung. Also könnt ihr draufdrücken und dann kommt ihr sofort zu dem Video, was es halt ist. So, als nächstes kommt das 2-3 Remix-Level aus Super Mario Bros. 3. Was wird das denn nochmal? Die Pyramide gab es jedenfalls nicht. Okay. Keine Ahnung, das sieht überhaupt nicht so aus, wie ich es in Erinnerung habe, oder doch? Nee. Also, da gab es ja wirklich eine grafische Wüstenwelt und so. Also, da hatte man wirklich Themen in Mario Bros. 1. Ach so! Früher konnte man auf den springen, glaube ich. Früher in Mario Bros. 3 konnte man die Kettenhunde töten. Geht das jetzt nicht mehr? Okay, das überrascht mich ein bisschen. Aber gut, wir wissen ja, dass einiges an der Engine geändert wurde. Und da kommt ein Blatt raus. Ja, super. Oh, nicht ins Loch springen. Hier schön durch. Was kommt hier noch raus? Ein Stern. Dum, dum, dum. Arsch. Das ist der geilste Effekt, Mann. Die Musik ist so nice. Das Wegmetzeln hier. Ja, die Stelle kenne ich. Die Stelle gibt es tatsächlich in dem Spiel. Und die ist auch ziemlich fies. Jedenfalls habe ich sie fies in Erinnerung. Du sehe ich gerade hier, kann sein, dass die hier... Ah, verdammt, jetzt kann ich das nicht mehr wirklich testen. Hier mit dem Tanuki-Schwanz aufbrechen. Aber gut, wir verschwinden besser, bevor diese Monster hier uns noch übel zurichten. Ah, Magic Koopa, nein! Ja, übrigens für die, die es interessiert, die Teile müssten es eigentlich auch alle im E-Shop geben. Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Mario World. Also, wer es sich zulegen will, weil es noch nie gespielt hat, greift zu. Sind auch nicht so teuer, ich glaube, für 4 Euro bekommt man sie schon. So, ich möchte den Pilz, Bowser möchte ich vermeiden. Das war auch wieder eine... Boah, verdammt, ich... Okay, da hat Bowser... Da hat Bowser mich getäuscht. Und ich glaube, ich nehme ein bisschen Abstand von Bowser. Damit das nicht mehr vorkommt. So. Brauchen wir Yoshi? Nee, hier ist schon das Ziel. Komm, komm schneller. Wunderbar. Und da kommt das Yoshi trotzdem. Yoshi wird nur nicht befreit, denke ich. Nee,
bleibt hier in der Festung und wird zu Omelette verarbeitet. Yoshi Omelette. Wie das wohl schmeckt. So, ruhig Blut. Da ist so ein Level, das basiert so ein bisschen auf meinen Ideen, die ich in meinem Pilzrun, in meinem Mario Galaxy Level und in den meisten Leveln, die ich kreiert habe, benutze. Nämlich das mit der Clown-Kutsche hier durchschwimmen. Denn wenn man diese Stachel berührt, dann gerät die Clown-Kutsche ziemlich außer Kontrolle. Und das ist gar nicht mal so lustig, weil man kann da sehr schnell sterben. Das war es aber auch schon. Nee, hier kommt noch Bowser Jr. Okay, aber kein Problem. Ja. Kann man, wenn man möchte, ja noch bekämpfen, aber nee. Nee, so nett. So, dann Melodie. Oh, das Level ist schwierig. Oh ja, da habe ich lange gehangen. Ja, ich habe lange gehangen. Nee, das ist wirklich schwierig, weil man... Wie ging das? Man muss... Warte, nehmen wir uns mal einen Helm. Man muss so einen Panzer nehmen und den unten reinschmeißen. Mein Problem war es, dass ich das immer von oben versucht habe, aber hier geht das irgendwie. Boah, ich habe es gar nicht mehr so richtig in Erinnerung. Okay, so kann man den Panzer stoppen. Oh. Oh. Okay, ist das die Lösung? Nee, ich komme da nicht dran. Weil das Ziel ist sehr hoch. Ich habe es versucht. Ich glaube, ich habe es sogar geschafft mit einem Triple Jump und das Level überhaupt nicht so beendet, wie man es sollte. Hier geht's eine Ranke hoch. Okay. Okay, hier war ich noch nie im Level. Warte, ich versuche das jetzt mal. Ich habe nämlich hier einen Dreiersprung hingelegt. Schauen, ob ich den noch immer kann. Wenn die Taste nicht will, dann will sie nicht. Dann will sie nicht. Gut gemacht. Wirklich gut. So, run. Ah, verdammt, abgebremst worden. Nee. So, mach hier mal frei. Aber ich sehe jetzt, was der einfache Weg wäre. Ich bin hier tatsächlich so Dreierjump rauf hochgesprungen. Aber ja, dann mache ich jetzt den regulären Weg. Aber das Level ist wirklich cool, weil es optionale Wege halt bietet. Und die sind, ja, wie ihr seht, auch nicht so leicht. Ah, come on. Jetzt fehl hier nicht rum, Mario. So. Jetzt baller hier mal alles ab. Schauen wir mal, was wir so finden. Vielleicht finden wir ja noch ein drittes Secret. So, wie sieht's denn hier aus? Ping-Pong. Die Pflanze war dort drin, ne? Hier unten, wo der Koopa rollt. Hier drin. Also, hier drin? Nee. Okay. Wo war die denn? So, wir können hier die Wolken ausnutzen, denn wir wissen, alles kann durch die Wolken fahren. So vielleicht? Nee, so auch nicht. Okay, komm. Ran jetzt mal. Ah, es ist nicht so leicht, aber es geht. Seht ihr? Dann haben wir das Level doch noch so gelöst, wie ich es im First Try gelöst habe. Ich wusste nicht weiter. Der Pilz war verkackt. Ich wusste nicht, dass diese Pflanze existierte. Und ja, was will man dann noch machen, ne? Muss man halt improvisieren. So. Hin und her auf dem Förderband. Das ist
Ich glaube ein Rätsellevel und das sah mir persönlich im Trail. Ah ne, was ist das denn jetzt schon wieder? Hä, spiele ich gerade irgendwie Blind Level, weil ich kenne die alle nicht mehr. What the fuck? Ah doch, doch. Doch, ich erkenn's wieder, aber okay. Erster Moment war so der Hell. Ja, das könnte aber auch wieder von ja, den Kollegen aus dem Internet stammen. War jetzt nicht so besonders. Aber gut. Es kommt jetzt der Panzerschutz. Okay, lass zeigen. Oh, verdammt. Mit den Trampolinen zur Seite kann man auch geile Sonic-Level machen. So, holy shit. Die geilsten Level, die ich gefunden habe, werde ich eh noch im Let's Play zeigen. Und jetzt wird mir das ein bisschen zu heikel. Ja. Was meint ihr, soll ich eher so speedrunnen durch die Level oder sie erkunden? Weil an sich wollte ich die Online-Level mehr erkunden, weil die hier auch nicht so wirklich top sind. Ja, wir sind schon am Ende. Es gibt nicht viel zu sehen, wie ihr seht. Ich glaube, ich mache hier wieder Speedrun-Mode an. Und ja, dann bringen wir das hinter uns. Eule. Die Level sind einfach schlicht. Ah, jetzt kommt das Level, wo ich dachte, dass das von einem Internet, also von einem privaten Benutzer käme. Und das ist ein interessantes Rätsel, denn hier in diesen Fragezeichenblöcken befinden sich Items und Goombas. Und wir müssen natürlich, logischerweise, die Items finden. Ich glaube, es ist eine Feuerblume. Und das ist schlecht. So, die Blume war irgendwo so mittig hier. Oh Gott, was baue ich hier? Schnell, stell dich hier hin. Bring die um, weil die stören nur. So. Und dann such die korrekte Blume. Oder war die hier? Ja, da ist sie. Ja, sie kommt, sie kommt. Juhu. So, und dann können wir hier den Turm gemütlich einreißen. Und der Weg ist frei. Ja, auch das ist eine gute Idee. Also Nintendo hat sehr schöne Ideen für das Fließband. Meine Idee war bisher nur, ja, das ist der Counter, der abläuft. Und wenn du deine Aufgabe nicht erledigt hast, bevor der Pilz über das Fließband ist, dann hast du verloren. Ja, war sehr cool. Sehr cool, wie Nintendo das regelt. Ich habe da noch nicht so viel Kreativität gehabt in der Schuhfabrik. Oh Gott, das sieht wieder nach einem bösen Level aus. Ah, Schuhe, please. Gib mal her. So, ah, überall Schuhe. Deichmann. Also, ich war noch nie bei Deichmann, aber die werben doch immer mit günstigen Schuhen, aber ich finde die total teuer. Keine Ahnung, was ihr davon haltet, aber jetzt so in Trier sind die aber verdammt teuer. Jedenfalls habe ich das so in Erinnerung. Ich war schon lange nicht mehr in einem Schuhgeschäft. Was auch nicht so schlau ist, weil man sollte die Schuhe schon alle 3 Monate vielleicht wechseln. Aus Gesundheitsgründen. Und wow, das Level ist fies. Basiert auf einem Level, was wir im letzten Part gesehen haben. Und da sind wir schon... Wir sterben heute ziemlich oft. Lief letztens besser, ne? Aber ich bin vielleicht auch ein bisschen unkonzentrierter, weil es schon etwas später ist. So, die Kanone funktioniert natürlich noch immer. Die ist noch immer aktiv. Das muss man bedenken. Nicht, dass man schon sich freut, bevor man halt die Zielflagge erreicht hat. Ja. Dann kommt 7-2 von Super Mario Bros. Ah, das war die Röhrenwelt. Die 7. Welt war so eine Labyrinth-Röhren-Piranha-Pflanzenwelt. Die war cool. Das glaube ich sogar. Ja, meine zweitliebste Welt. Es gibt dann noch so eine Riesenwelt.
Die ist auch cool. So, Mario Bros. 3 hat tatsächlich sehr, sehr coole Ideen. So, auch schon die Wüstenwelt gefällt mir dort am besten, auch wenn das sogar, glaube ich, die erste. Es fängt doch in einer Wüste an, soweit ich weiß. Hier ist böse, hier kommen überall Pflanzen raus, also passt da bitte auf, wenn ihr hier vorbeilauft. Hier geht's sogar runter, okay. Ah ja, das ist die Szene, ja, genau. Gibt es nämlich eine Wassersektion, die dich wieder ganz an den Schluss bringt. Und ich glaube, wir müssen sie jetzt sogar nutzen, um die Brücke hier zu bauen. Und dann wieder auf der anderen Seite rauszukommen. Ja, so war das auch. Komm du her. Kann man dich töten? Wunderbar. So. Jetzt ist die Brücke nämlich gebaut und wir können dort rüberspringen. Ah, verdammt. Und ich sag's noch, ne? Pest auf, da kommen Pflanzen raus. Aber nee, nee. Selbst warnen und dann die Warnung nicht, ja. Berücksichtigen, das kann man. Das, ja, das kann der Mario, ne? So. Wir nähern uns dem Ende. Ich glaube, diese Welt wird die letzte Welt sein. Hätte noch ein Level, das Luftgaläre. Remix. Erste Luftgaläre. Von Welt 1. Die kann nicht so schwierig sein, außer das Remix verändert das Level so stark. Das ist anders gewesen. Das war eine Cutscene früher. Also ohne Trampolin, sondern Mario ist an einem Seil hochgeklettert vom Schiff. So. Und es ist auch schon ganz böse aufgebaut. Aber ja, die Luftgalären sind auch böse. Also das ist ein richtig krasses Level immer gewesen. Besonders die späteren. Und da fällt mir gerade auf, ein Element fehlt wieder hier. Nämlich gab es so diese Kanonen hier, diese Kugelrunden. Und die konnten sich noch so bewegen. Die haben sich dann so immer 90 Grad gedreht und dann wieder Kugeln verschossen in alle Richtungen. Die gibt es hier nicht. Oder kann man die vielleicht... Nein, wenn man sie schüttelt, werden sie rot. Also das Element fehlt leider auch wieder. Hier kommt glücklicherweise keine Kugel-Willis raus. Nee, heute sind wir wirklich nicht so gut. Ah, das ist ein gutes Täuschungsmanöver. Komm, bitte. Jetzt Konzentration und, ja. Keine Tode mehr. Jedenfalls nicht mehr bis zum Pins. So. Interessant wäre es, wenn wir dort oben hinkommen. Aber es wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger, obwohl es möglich wäre. Aber bitte, komm. So, Konzentration. Das war jetzt ein bisschen wieder so, ja, YOLO. So, hier kommt der Kugel. Ah, der Kugelwilli, ja natürlich. Das ist ein Kugelwilli. Richtig. Richtig, know your enemies. Ah, hier hat man das so gelöst. An dieser Stelle wäre das... Da wären so Kugeln, die ja in alle Richtungen gehen. Wir werden das... Wie ich auch meine Blume einfach so beim gleichen Gegner zweimal verloren habe, ne? Ja. Keine Ahnung. Behindert. So, nach, keine Ahnung, nach 8 Uhr noch immer zocken, ist man einfach, ja, bekomme ich einfach so eine Behinderung. Ich weiß auch nicht. Das Hirn, das arbeitet halt nur bis 8 Uhr. Dann hat die das auch Feierabend. Keinen Bock mehr auf mich. Und dann geht es. Schlafen. Ja, jetzt müssen wir eigentlich noch Bowser Jr. besiegen, ne? Gibt's denn wie früher... Oh, tatsächlich.
Es gibt Neumond. Und hier könnte man tatsächlich rüberfliegen, aber ich tue das jetzt nicht, weil... Ja, das könnte viel länger sein als gedacht. So, wir müssen den nicht besiegen. Ihr wisst es. Es gibt leider keine so... Baue einen Bossraum. Das ist ein bisschen schade, weil... Man rusht doch ganz oft am Boss vorbei. Ja, aber wie gesagt, es gibt sehr viele Dinge, die halt fehlen. Vielleicht wird es ja noch gebessert oder es kommt ein Super Mario Maker 2 irgendwann raus. Für den 3DS zum Beispiel, weil das Spiel eignet sich ja dafür. Aber über die 3DS-Version von Super Mario Maker, die in Planung ist oder war, reden wir dann im nächsten Part, in Super Mario Maker Part 10. Seid auch wieder dabei, Daumen hoch wäre natürlich nett und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis morgen.